Und letzte geplante Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt, Tanja Graf, ÖVP. Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Wir haben gestern die Budgetrede unseres Finanzministers gehört und wir starten in eine neue Zukunft, in eine neue gute Zeit. Die Intention unseres Ministers, neben den verantwortungsvollen und sparsamen Wirtschaften auch diejenigen, die Steuer bezahlen, zu entlasten, kann ich selbst nur begrüßen. Die Steuer- und Abgabenquote soll in Richtung 40% gesenkt werden. Das ist auch gut so, denn derzeit ist Österreich ein Hochsteuerland. Und wir liegen im europäischen Steuerspitzenfeld auf Rang 6. Und dieser Platz kann und braucht uns nicht stolz zu machen. Mit den angepeilten 40% würden wir zumindest im europäischen Durchschnitt liegen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreichs verbessern und attraktivieren. Es ist kaum zu glauben, dass wir in Österreich ein halbes Jahr lang nur für die Steuer arbeiten gehen. Daher geht es auch darum, all jene zumindest zu entlasten, die Tag ein, Tag aus arbeiten und jedes Jahr 55 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben bezahlen. Mit der Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages werden wir einen dieser Entlastungsschritte setzen. Bis zu 900.000 Arbeitsverhältnisse werden davon profitieren und diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden somit im Durchschnitt ca. 310 Euro netto pro Jahr mehr in der Geldbörse haben. Was heißt das in der Praxis? Einem Mitarbeiter mit einem Bruttolohn von 1.700 Euro bleiben mehr als 350 Euro netto pro Jahr übrig. Und das ist ein guter Schritt, auch für uns Arbeitgeber ist es ein positiver Schritt, denn er trägt erstens zur Motivation bei und zweitens stärkt er die Kaufkraft. Und es ist einer der ersten Schritte, dem noch weitere folgen werden. Dem Argument von Herrn Kollegen Loacker, er könne dieser Maßnahme aufgrund eines bürokratischen Mehraufwands für Unternehmer und Unternehmerinnen nicht zustimmen, kann ich als Unternehmerin nichts abgewinnen. Denn der Aufwand für eine Prozentänderung, auch unterm Jahr, in einem bestehenden EDV-System hält sich wirklich in Grenzen und ist auf jeden Fall gerechtfertigt, wenn unseren Mitarbeitern mehr im Geldbörsel bleibt. So viel Flexibilität muss schon gegeben sein. Und ich hoffe auch, Herr Kollege, dass wenn es in der Zukunft um Senkung der Arbeitgeberbeiträge geht, Sie nicht mit dem Argument kommen, es wäre ein bürokratischer Aufwand. Und weil wir schon dabei sind, nachdem die SPÖ immer die soziale Kälte strapaziert, möchte ich auch noch mal eine Zahl festhalten. Wir geben derzeit von den zur Verfügung stehenden rund 80 Milliarden Euro etwa die Hälfte für soziale Sicherung aus. Die Hälfte bedeutet 40 Milliarden Euro. Wir geben so viel aus, dass wir hier nicht nur europaweit, sondern weltweit an vierter Stelle stehen. Von Sozialabbau kann hier keine Rede sein und von sozialer Kälte ebenso wenig. Ganz im Gegenteil, weil Solidarität wird bei uns weiterhin groß geschrieben. Denn einer unserer Grundsätze ist, wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger. Unser Ziel ist es, den Faktor Arbeit zu entlasten. Und mit der Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeitrags werden wir genau dieses tun. Und ich hoffe, dass wir in einem nächsten Schritt auch die steuerliche Entlastung für unsere Unternehmer erreichen. Denn es geht um die Wettbewerbsfähigkeit, es geht um unsere Arbeitsplätze und um den Erhalt unseres Sozialsystems, das nicht nur in Anspruch genommen, sondern auch finanziert werden muss.